Warennummer 2180-4404-0168. Warenaufnahme 41711, Aufnahme Richtung A. Versandbahnhof Putschgarden. Bestimmungsbahnhof Basel-Bad BF, Achsen 2, Bremsausrüstung M, Bremsgewicht 43, Richteinheit 2-680. Ende. Ein Steckbrief wird ausgeschrieben und vorausgeschickt. Direkter Datenaustausch zwischen Mensch und Computer. Über Funkbrücke. Das ist er, versteckt hinter dem Rücken einer Diesellok. Der rote Container. Brückenschlag. Unsere Welt wächst zusammen. Der Nachbar rückt näher. Und Nachbarschaft heißt Austausch von Informationen und Meinungen, von Gütern und Leistungen. Direkt und schnell. Schnell ist sie, die Vogelfluglinie zwischen Puttgarden und Hamburg. Noch ein Sprung über die Elbe, dann darf der rote Container verschnaufen. Sein Quartier ist schon gebucht. Ja, genau. Aufnahmeprogramm. Neue Eingabe. Anku 41711. Ja, von welch, von wo? Dispositionsstelle Puttgarden Basel, Einfahrtbelegung für Zucht Nummer 41711. Zugnummer 41711. Zug 41711, Einfahrt nach Gleis 127. Mensch und Computer geleiten den Container durch eine neue, verwirrende Welt von Schienen. 1014 Weichen. 1119 Rangiersignale. 1151 Gleisstromkreise. 575 Schienenkopfschalter. 112 Richtungsgleise. 140 Gleisbremsen. 112 Förderanlagen. Im Urstromtal der Elbe ist seit Juli 1977 Europas größter und modernster Rangierbahnhof in Aktion. Rangieren heißt prüfen, zerlegen, sammeln, verteilen. In der Einfahrgruppe werden die Züge gesammelt, einzelne Wagen und Wagengruppen voneinander getrennt und von einer Rangierlok über den Ablaufberg gedrückt. Dann verteilen sich die Wagen, sortiert nach Eil- und Frachtgut, auf die verschiedenen Richtungsgleise. Dort werden sie zu neuen Zügen zusammengestellt und verlassen dann in Pfeilrichtung den Bahnhof. Auf der Gegenseite geschieht das Gleiche, denn Rangierbahnhöfe sind Durchgangsstationen. Gütertransport auf der Schiene. Aus allen Richtungen, in alle Richtungen. Güterzüge machen lange Reisen. Durchfahren Städte, überqueren Flüsse, passieren Grenzen. Viele Züge werden unterwegs umverteilt und neu gebildet. Was wäre Europa ohne seine Schienenwege? Die Lokomotive hat den Kontinent einst ins Industriezeitalter gezogen. An den Schienensträngen wuchsen Städte. Industrie siedelte sich an. Heute sorgt ein dichtes Verkehrsnetz für den steten Güterfluss innerhalb Europas und der Bundesrepublik. Und wo der Güterfluss zu stocken droht, muss man ihm Luft verschaffen. Wie in Maschen, dem neuen zentralen Rangierbahnhof im Großraum Hamburg. Hemmschuh für den Fortschritt. So werden Güterwagen beim Rangieren auf althergebrachte Weise abgebremst. Die alten Rangierbahnhöfe wie Hamburg-Wilhelmsburg sind unwirtschaftlich geworden. Hoher Personalaufwand, geringe Leistungsfähigkeit der Rangiereinrichtungen. Im Güterverkehr gibt es viele Wettbewerber. Will die Bahn konkurrenzfähig bleiben, muss sie noch schneller werden. Nicht auf der Strecke,
sondern auf dem Rangierbahnhof. Maschen macht die Güterzüge schneller und 5 alte Rangierbahnhöfe überflüssig. Was Harburg, der Hauptgüterbahnhof, Wilhelmsburg, Rothenburgsort und Eidelstedt gemeinsam schafften, leistet Maschen künftig allein. Sicherer, schneller, rationeller. Automatisiert, computergesteuert. Ein Jetbahnhof für Güterzüge, der alle Hemmschuhe abgeworfen hat. Haben Sie die Maske? Ja, Maske ist vorhanden. Die Daten des Zuges erscheinen auf dem Monitor. Verlegeliste für Gleis 127 abfordern. Der Rechner zerlegt den eingelaufenen Zug und weist dem Container aus Puttgarden das Richtungsgleis nach Basel zu. Richtungsgleis 363 für Basel. Der Computer befiehlt, der Mensch führt aus. An den berechneten Trennstellen werden Bremsschläuche und Kupplungen von Hand gelöst. Die letzten Arbeitsvorgänge, die noch nicht automatisiert sind. Drucklok F für Bergmeister kommen. Hier Drucklok F. Drucklok F mit 6 km/h abdrücken. Ich wiederhole, Drucklok F mit 6 km/h abdrücken. Richtig. Der Vergleicher prüft, ob die Computerbefehle auch richtig ausgeführt wurden. Bergmeister, bitte kommen für ABIN. Automatischer Ablaufbetrieb ein. A1 ist durch. Jetzt beginnt der rechnergesteuerte Ablauf. Ein kalkulierter Schubs und unser Container ist allein im Labyrinth der Weichen, der elektronisch gesteuerten Gleisbremsen und Fördereinrichtungen. Computer geben Befehle. Vorabschnitt, Gleiskontakt, Gewichtsgeber, Stufenimpuls, Speichergruppe, Istwertgeber, Steuerbefehl, Bremsen. Radarmessung, Löseauftrag, Istwert, Sollwert, Steuerpunkt. Am Bedientisch kontrolliert der Mensch die Arbeit des Computers. Wenn nötig, greift er korrigierend ein. Der Rechnerraum. Herz und Hirn von Maschen. Elektronik pur. 3 Rechner im Verbund. Für Betriebsführung, Koordinierung und Ablaufsteuerung. Sie sammeln und sichten alle Daten von Zug und Bahnhof, verknüpfen sie zu einem Steuerprogramm und führen es dann aus. Ihr elektronischer Wortschatz umfasst 512.000 Wörter. 307 fährt ein in die Alpengruppe. Rangiertechnik von heute für morgen. Ein integriertes System von Mensch und Rechner. Maschen hat der Rangiertechnik eine neue Dimension gegeben. 1000 Weichen, 300 Kilometer Gleise. Ein Rangiergelände so groß wie 380 Fußballplätze. Der Mensch allein würde hier die Übersicht verlieren. Jeder Güterwagen entwickelt am Ablaufberg sein eigenes Temperament, je nach Bauart, Gewicht, Beladung. Zu schnell laufende Wagen müssen abgebremst werden. Achtung, Radarkontrolle. Ist der Schnellläufer auf die Sollgeschwindigkeit heruntergebremst, geben die Radaraugen dem Computer ein Zeichen. Er löst die Bremsen. Auch Überwachungskontakte helfen das Tempo kontrollieren. Der eiserne Hemmschuh hat ausgedehnt. Auch das Bremsen besorgt der Computer. Er hat noch vor Einlaufen der Räder in die Bremse den notwendigen Bremsdruck errechnet. Aus Achszahl, Wagengewicht und Geschwindigkeit. Mit diesen Daten steuert der Rechner die Balkengleisbremse. Der Rechner stellt die Weiche für das Richtungsgleis. Mit 15 Kilometern pro Stunde ist der Wagen noch zu schnell. Gummigleisbremsen heben sich hoch, computergesteuert und bremsen den Wagen auf Fußgängertempo ab. Die lahmen und trägen, auch sie entgehen dem Computer nicht. Bevor nachfolgende Wagen auflaufen können, schickt er einen Räumförderer auf Beischienen unter den Waggon. Der kräftige Arm greift hinter den Spurkranz und macht dem Langsamläufer Beine. Hat der Waggon wieder Fahrt aufgeholt, übernimmt ihn die Beidrückförderanlage und schiebt ihn auf die 1000 Meter langen Richtungsgleise. Thank you.
Rechenzentrum Maschen. Ein Riesenhirn, das mit 1000 unsichtbaren Armen eine Landschaft in Bewegung setzt. Die Waggons scheinen wie von selbst zu gleiten, ohne Antrieb, ohne Ziel. Doch keiner kommt dem anderen zu nahe. Eine verborgene Regie verhindert, dass Fracht und Wagen Schaden nehmen. Rangiertechnik für das Jahr 2000. Maschen, Drehscheibe im Norden Deutschlands. Auf 11.000 Güterwagen täglich ist sie eingerichtet. Ein Bahnhof, der den Transport auf der Schiene schneller macht. Im gesamten Netz. Auch auf der Strecke Puttgarden-Basel. Zugbildungsrelation für Gleis 363. Glinn 363 für Basel. Zugbildung abgeschlossen. Zugnummer für Basel 41745. Ja, bitte Wagenliste und Bremszettel vorbereiten. Die Bremsschläuche werden verbunden. Bremsprobe. Automatisch. Auch das ist neu. Druckprüfung. Ein neuer Zug ist gebildet. Oft sogar ein Zielreiner, wie die Eisenbahner sagen. Ein Durchgangsgüterzug, der nicht schon unterwegs, sondern erst am Zielort aufgelöst werden muss. Handbetrieb ein letztes Mal. Wagenliste und Bremszettel sind okay. Die Reise kann starten. Zug nach Basel, Ausfahrt aus Gleis 564. Können wir? Jawohl. Die Männer im Stellwerk haben wie immer das letzte Wort. Der Rest ist Routine. Ja, von welch, von wo? Achtung, Fahrdienstleiter, bitte Rangierstraße von 11. Der rote Container vor dem Nachtsprung nach Basel. Maschen hat das Seine dazu getan. TEEM-Züge nach Süd- und Westeuropa haben hier, ebenso wie die Schnellgüter- und die Durchgangsgüterzüge, ihre eigenen Richtungsgleise. Der Bahnhof hat Nachbarn. Gemeinsamer Gegner ist der Lärm. Ihm wurde der Kampf schon in der Planung angesagt. 120.000 Sträucher und 70.000 Bäume pflanzte die Bundesbahn. Lärmmindernde Maßnahmen dämpfen die Rangiergeräusche. Millionen Mark für Umweltschutz. Für gute Nachbarschaft. Maschen bei Nacht. Zwei große Umschlagplätze tauschen Güter aus. Auch Hamburgs Hafen profitiert vom neuen Schienenknotenpunkt in Maschen. Denn ein Hafen ist umso schneller, je besser seine Verkehrsanschlüsse im Hinterland sind. Die ganze Wirtschaftsregion erhält neue Impulse durch den Hochleistungsrangierbahnhof vor den Toren Hamburgs. L'heure bleue, die blaue Stunde. In Maschen keine Zeit für die Liebe. Wenn der Tag geht, wacht der Güterbahnhof erst richtig auf. Nachts werden dreimal so viel Wagen sortiert wie am Tage. Maschen. Eine Drehscheibe für die norddeutsche Region und zugleich ein Bahnhof für Europa. Eine neue, schnelle Transitstation zwischen Nord und Süd. Endstation für den roten Container. Weniger als 30 Stunden brauchte er für die Strecke Puttgarden-Basel. Sein Weg
führte über Maschen. Thank you.